So, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Mehr Nutzen und Akzeptanz im CRM durch optimierte Daten. So heben Sie Microsoft Dynamics 365 mit Datenqualität auf den nächsten Level. Ist ein ordentlicher Titel und wir haben natürlich ein ordentliches Webinar für Sie vorbereitet. Mein Name ist Tobias Knoll von der Omicron Data Quality GmbH. Ich mache heute den Moderator und den Hauptteil des Webinars übernimmt heute der Dirk van den Hoogen von der Orbis AG. Das ist ein Partner oder unser Partner von Omicron für die Integration von Microsoft Dynamics. Und noch kurz bevor der Vortrag losgeht, der Hinweis: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen für für den Dirk und auch natürlich allgemeine Fragen. Die Fragen werden aufgezeichnet. Wir versuchen, wenn wir die Zeit haben, nach dem Vortrag noch ein paar Fragen zu beantworten. Aber alle Fragen, die Sie zu jeder Zeit stellen können, auch im Nachgang stellen können, werden von uns festgehalten und werden dann im Nachgang auch nochmal benachrichtigt und Ihnen zusammen mit der Aufzeichnung von diesem Webinar dann auch zugeschickt. Also fragen Sie einfach, was Ihnen in den Kopf kommt, und wir kümmern uns dann drum. Und das war es jetzt erstmal von mir. Und ich übergebe jetzt mal das Wort an den Dirk, der natürlich auch noch selbst zu sich und zu Orbis dann auch noch ein paar Worte sagen wird. Dirk, du darfst. Ja, herzlichen Dank, Tobias. Herzlich willkommen zur Vorstellung der Orbis Data Quality One. Mein Name ist Dirk van den Hoogen. Vorname hat der Tobias ja gerade schon verraten und ich werde Ihnen jetzt nachfolgend zeigen, welche Antworten die Orbis AG auf die Fragen nach der Datenqualität in CRM-Systemen, insbesondere im Microsoft Dynamics 365-Bereich gibt. Dazu werde ich sowohl begleitende PowerPoint-Folien nutzen, als auch Funktionen live am System zeigen. Zunächst jedoch eine kurze Vorstellung der Orbis AG. Die Orbis AG ist ein international tätiges Business Consulting Unternehmen, welches schwerpunktmäßig im Handel- und Industriebereich tätig ist, aber auch Kunden im Finanz- und Dienstleistungssektor betreut. Und dabei setzt Orbis auf die Lösungen der Marktführer Microsoft und SAP. Und in beiden Unternehmen in der obersten Riege der Partner vertreten. Nachfolgend jetzt noch einige Kennzahlen. Die Orbis ist seit Gründung 1986 im SAP-Umfeld tätig, seit 2004 auch mit Microsoft partnerschaftlich verbunden. Als börsennotierte Aktiengesellschaft müssen die wirtschaftlichen Daten veröffentlicht werden und wer sich die Mühe macht, sich diese Daten mal anzuschauen, der wird dann nicht nur in der EK-Quote von über 58%, sondern auch in den Liquiditätsreserven erkennen können, dass die Orbis AG ein kerngesundes Unternehmen ist, das auch in konjunkturell schwierigen Phasen, die uns jetzt hoffentlich nicht unbedingt bevorstehen, aber auch in diesen schwierigen Phasen dann halt ein stabiler Partner ist. Gut, nach dieser kurzen Vorstellung nun aber in medias res, Adressdatenqualität in CRM-Systemen. Wieso überhaupt Adressdatenqualität? Muss sie in einem CRM-System wirklich so gut sein? Ist es nicht egal, wenn mal ein Flyer zurückkommt oder jemand doppelt angeschrieben wird? Macht doch kaum Sinn, hier Zeit und Geld zu investieren. Dass meine Antwort auf diese Frage sein wird, doch, es macht sehr wohl Sinn, hier zu investieren, wird Sie jetzt nicht sonderlich überraschen. Verzichtet man darauf, kann die Reputation des Unternehmens Schaden nehmen und in der Folge entsprechend dem Ertrag entsprechend minimieren. Gut, schauen wir uns mal die Einflussfaktoren an, die auf so einen Adressdatenbestand wirken. Wir haben zunächst mal die manuelle Erfassung, Fingerkuppenschnittstelle. Die ist äußerst fehlertolerant. Eine Straße, Graf Müller, kann man mit Bindestrich schreiben oder ohne Bindestrich schreiben. Man kann hingehen mit das Graf Müller mit PH schreiben und so weiter. Postleitzahlen kann man verdrehen und, und. Aktuell in der heutigen Zeit haben wir nicht nur einen einzigen Datenbestand, sondern wir haben die Situation, dass diese Datenbestände oft mit mobilen Devices entsprechend abgeglichen werden. Und ob dabei jeder Abgleich gleich eine Verbesserung ist, sei einmal dahingestellt. Wir haben die Integration mit ERP und Third-Party-Programmen. Es gibt kaum eine Systemarchitektur, die nur mit einer einzigen Lösung auskommt. Straßennamen sind nichts Festes. Straßennamen ändern sich, unterliegen laufenden Änderungen. Eine Leninallee werden wir in Deutschland aktuell kaum mehr finden.
Dafür gibt es aber in Dresden einen Edward Snowden Platz. Klassische Doppelerfassung. Sie haben meinen Namen eben gesehen, die Vorname und dann dreiteiliger Nachname. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mit Sicherheit in einer ganzen Menge Systemen einfach mehrfach drin, weil man mich beim ersten, weil man mich irgendwann mal erfasst hat, aber danach nicht sofort wieder findet, wenn der Datensatz erforderlich ist. Wer sucht und findet, wird mit Sicherheit keine Dupletten erfassen. Import von Adressbeständen. Adressen werden zugekauft. Systeme werden zusammengefasst. Mit Sicherheit ein Eldorado für Dupletten. Oder ein weiterer Fall, Mergers and Acquisitions. Das ist in der heutigen Zeit ja nun auch gang und gäbe. Ein Unternehmen kauft ein anderes hinzu. Die IT-Systeme werden zusammengeführt. Und dabei ist 1 und 1 nicht gleich 2. Welche Auswirkungen können solche suboptimalen Adressen haben? Nun zum einmal etwas Sendungen werden nicht zugestellt. Sind die nicht angefordert gewesen, dann haben wir zwar Kosten verursacht, allerdings, da die Informationen nicht erwartet wurden, haben wir zumindest auf der anderen Seite nichts Negatives verursacht. Aber was ist, wenn jemand Informationen angefordert hat? Auch heute ist es ja nun so, dass es mal heißt, schicken Sie mir bitte etwas zu und nicht, ich rufe mir das alles im Internet ab. Ja? Das heißt also, wenn dann die Informationen, die angefordert wurden, nicht kommen, weil die Adresse einfach falsch war, die dort vermerkt war, wenn die zurückkommen, dann könnte der Empfänger auf die Idee kommen, die haben es wohl nicht erfordert, nicht nötig, mir etwas zu schicken. Oder andere Situation. Wir bedienen einen Einkäufer mit so 3 richtig teuren Firmenbroschüren. Der hat das in der Hand und merkt, die ist teuer. Die Broschüre hat in der Produktion bestimmt 20, 30 Euro gekostet. Wie wird er reagieren? Wird er sagen, die sind aber spendabel? Oder könnte er auf die Idee kommen, dass dieses Unternehmen das Geld zum Fenster rausschmeißt und ganz schön teuer sein muss? Selbst im Innenverhältnis gibt es hier die Situation, dass unsaubere Adressdaten einfach zu Frust führen. Wir schicken einen Techniker raus, einen Mitarbeiter raus mit einer falschen Adresse. Ja, der wird sich nicht freuen darüber, dass er eine längere Tour hat, sondern er wird sagen, können die im Backoffice oder wer auch immer, können die nicht sauber arbeiten? Was soll das Ganze denn? Oder nach einer Messe. Messeberichte vielleicht noch klassisch erfasst, ins Backoffice gegeben, zum Einarbeiten ins CRM-System, soll nachgearbeitet werden. Und die Messeberichte sind nicht zu finden, die Kontakte sind nicht zu finden, die Informationen, was hat der Kunde an Komponenten, alles ist nicht da. Warum haben die im Backoffice nicht gearbeitet? Doch, die haben. Die haben dummerweise ihre die Informationen bei einer Dublette abgelegt. Was jetzt hier aktuell nicht auf dieser Maske draufsteht, auf dieser Slide draufsteht, fällt mir gerade noch ein weiterer Fall ein. Da geht's richtig ins Geld rein. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Umsätze. Umsätze werden zugeordnet den Kunden. Es wird ein Preis gestellt und der Preis wird über den Umsatz des Kunden letztendlich gesetzt. Wenn wir jetzt die Umsätze eines Kunden über 2 Dubletten verteilt haben, dann wird dem Kunden ein falscher Preis gestellt, ein zu hoher Preis gestellt, weil seine Gesamtumsätze, wie gesagt, über zwei Adresssätze verteilt worden sind und der Verkäufer gar nicht auf die richtige Preisstellung kommen kann. So, was ist die Antwort letztendlich der Orbis auf die Anforderungen der Datenqualität in Dynamics 365? Das ist die Data Quality One. Hier eine Übersicht über die Lösungskomponenten der Data Quality One. Wir haben einmal die fehlertolerante Suche. Ganz wichtig, gehen wir gleich detailliert drauf ein. Wir haben die Komponente Adressvalidierung und Dublettenprüfung. Sanktionslistenprüfung ist von Bedeutung für alle Unternehmen, die entsprechend international tätig sind. Die Möglichkeit der Datenanreicherung, zum Beispiel mit Informationen von Bisnode, von entsprechenden Wirtschaftsauskunftsteilen und entsprechende Services, die erforderlich sind, gehören auch mit in dieses Data Quality One, in die Data Quality One Lösung mit hinein. Beginnen wir mal mit der fehlertoleranten Suche. Was ist das überhaupt, eine fehlertolerante Suche?
bei der fehlertoleranten oder auch unscharfen Suche, da wird nicht nur nach identischen Merkmalen, sondern auch nach ähnlichen Merkmalen und phonetischen Merkmalen, also ähnlichen Text- und phonetischen Merkmalen, Mustern gesucht. Der Schmidt mit DT findet den auch mit TT, der Meier mit AY, auch den mit EI und so weiter. Ja, ich hatte es eben schon mal erwähnt, viele Dubletten werden deshalb erfasst, da der gesuchte Datensatz nicht sofort gefunden wird. Die fehlertolerante Suche findet dann zudem bei der Dublettenprüfung und der Sanktionslistenprüfung Verwendung. Die fehlertolerante Suchmaschine, die die Orbis hier benutzt, basiert auf der FACT-Technologie von Omicron. FACT steht dabei für Fragmentary Alikeness Comparing Technique und basiert auf Fuzzy-Logik und linguistischen Komponenten. Dabei wird ein parametrisierbarer Gleichheitswert berechnet. Sie sehen jetzt hier in diesem Beispiel, ja, eine 99,9%, schreibt man den Renault in dieser Form zu Renault in dieser Form oder ein Christoph mit K und F anstatt Christoph mit C und PH und so weiter und so fort. Was bedeutet das, dieses parametrisierbar? Parametrisierbar bedeutet, dass hier die Sicht auf die Datenwelt unterschiedlich sein kann und diese Unterschiede dargestellt werden. Die Orbis AG hat die Zentrale in Saarbrücken. Was wäre, wenn es an der gleichen Stelle eine Orbis GmbH in unserem Datenbestand gibt oder jemand eine Orbis GmbH erfassen möchte? Ist es dann eine Dublette oder ist es keine Dublette? Na, der eine wird vielleicht sagen, AG und GmbH, das sind unterschiedliche Rechtsformen. Das soll erst gar nicht als Dublette aufgeführt werden. Und wenn meine Mitarbeiter nicht in der Lage sind, eine AG von einer GmbH zu unterscheiden, dann bitteschön sollen sie sich einen anderen Job suchen. Der andere wird sagen, nee, also GmbH und AG, genau das Gleiche, an der gleichen Adresse, das sollte auf jeden Fall geprüft werden. Es gibt da nicht unbedingt ein richtig und falsch. Man wird eine Sicht haben auf die Datenwelt. Und genau diese Sicht, die wird dann entsprechend abgebildet in der Parametrisierung des Factfinders. Es werden nicht nur ASCII-Zeichen vergleichbar gemacht, sondern wir können hier über unterschiedliche Zeichensätze im Unicode suchen. Ja, dabei findet dann keine Übersetzung statt in lateinische Buchstaben, sondern über den Omicron, also Assoziativalgorithmus, findet ein direkter Vergleich statt. Vorgriff auf das Thema Sanktionslisten, sich hinter nicht-lateinischen Zeichen zu verstecken, wird dadurch deutlich erschwert. Durch diese weltweite Zeichensatzunabhängigkeit ist eine weltweite Nutzbarkeit gegeben. Egal ob Abjads, Abugidas, Silbenschriften, Symbolschriften oder Alphabete wie Lateinisch, Griechisch, Kyrillisch, Ähnlichkeiten werden erkannt, dargestellt und genutzt zum Suchen und Finden, Factfinder, aber auch genauso zur Adressvalidierung, zur Dublettenprüfung und zur Sanktionslistenprüfung. So. Werfen wir dann jetzt mal einen Blick auf das Live-System und schauen uns die Implementierung der Data Quality One an. Dazu schalte ich jetzt hier einmal um in eine ganz normale Dynamics 365 Standardumgebung. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, hier oben haben wir hier in unserem Command Bar haben wir jetzt noch den Factfinder drin. Das ist diese fehlertolerante Suchmaschine, die sich jetzt hier einmal öffnet. Und da suchen wir jetzt mal nach Meier. So, falls wir jetzt im Auditorium Personen mit dem Namen Meier haben, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt hier heranziehe. Aber ich benötige halt hier einen Namen, der etwas weiter verbreitet ist als meiner. Und wenn wir jetzt hier mal mit Meier starten, finden wir Meiers verschiedene Ausprägungen. Ich habe Meier mit AY eingegeben. Sie sehen jetzt hier auch Meier Möbel mit AY und so weiter. Hier kommt jetzt Meier Möbel mit EI, mit EY oder hier die Version, wie sie in Süddeutschland und im Alpenbereich mit AY relativ verbreitet ist, vorkommt. Haben also jetzt hier Meier eingegeben und diverse Meiers gefunden. Hier oben sehen Sie jetzt drei Buttons, die repräsentieren Entitäten, über die noch gesucht werden kann. Ich starte diese Suche mal neu nach Meier. Das obere Ergebnis wird entsprechend gleich bleiben.
klappe ich das einmal zu. Und hier unten finden wir jetzt noch weitere Meyers, nämlich zu Kontakt und zu Leads. Das heißt, wir haben hier eine Multi-Entitätssuche entsprechend. Gehen wir es mal etwas komplexer vor und suchen Meyer in Saarbrücken. So, Meyer Saarbrücken. Saarbrücken kann man zwar so schreiben, so ganz korrekt ist es nicht. Trotzdem bekommen wir jetzt hier verschiedene Meyers aus Saarbrücken. Das war nämlich gemeint, entsprechend angeboten. Ein weiterer Test. Wir suchen die Orbis in Wien. Orbis in Wien als Entität gibt es gar nicht. Wir haben aber die Orbis Austria GmbH. Ja, die Orbis Austria GmbH ist das, was wir suchen. Ich habe zwar eingegeben Orbis Wien. Wir kriegen Orbis Austria. Das heißt, die Suche, die hier oben über dieses Feld stattfindet, die ist parametrisierbar. Die kann über den gesamten Dynamics-Datenbestand laufen. Unterschiedlich gewichtet, je nach Sicht auf die Datenwelt. Und obwohl ich Orbis Austria eingegeben, Orbis Wien eingegeben habe, bekommen wir hier die Orbis Austria angeboten. So, und jetzt verunstaltige ich hier unseren eigenen Firmennamen einmal und suche nach der Orbis Wien bis ins Ohr und Wien. Und auch das führt dazu, dass wir die Orbis Austria GmbH entsprechend mit den beiden Standorten hier finden. So, springen wir jetzt nur einmal in die Situation Neuaufnahme hinein und nehmen neu auf die H.H.Uni. Die H.H.Uni ist in Deutschland und zwar in der Uni. So, wenn ich jetzt leise werde, liegt das daran, dass es gar nicht so leicht ist, so etwas zu schreiben und dabei zu reden. Universität mit WE zu schreiben. In der Universitätsstraße 1. Die Postleitzahl war also ungefähr 4000, 40.000. Und der Ort ist Düsseldorf. Sieht doch gut aus, da speichern wir einmal ab. Was passiert zunächst? Jetzt ist das System so konfiguriert, dass hier die Adressvalidierung aktiviert wird. Das heißt, es wurde jetzt mal geprüft, was ich da eingegeben habe. Ein Düsseldorf mit SZ. Naja, also okay, es gibt ein Düsseldorf mit Doppel-S geschrieben. Und eine Universitätsstraße kann man zwar so sprechen, geschrieben wird es aber mit VER und nicht mit WEH. Und wenn das stimmt, wenn wir hier tatsächlich meinen, eine Adresse aus Düsseldorf in der Universitätsstraße 1, dann ist die Postleitzahl nicht die 40.000, die man sich zwar leichter merken könnte, sondern die 40225. Das übernehmen wir jetzt einmal. Und der nächste Schritt, der jetzt hier aktiviert worden ist, ist die Duplikatsprüfung. Wir haben jetzt hier den Hinweis, dass es an dieser Adresse bereits etwas Ähnliches gibt, eine Uni, nämlich eine HH-Uni. Ob es sich tatsächlich um eine Duplette handelt oder nicht, das ist jetzt durch den Anwender zu entscheiden. Denn theoretisch kann es ja auch die HH-Uni geben, genauso gut wie es die Orbis GmbH an der gleichen Stelle geben kann, wie es die Orbis AG aktuell gibt. Ich habe in meiner Studiezeit Zeitung ausgetragen, habe eine Adresse gehabt, Dreifamilienhaus mit einer Familie Thiel und einer Familie Till. Die haben sich in einem einzigen Buchstaben unterschieden, waren weder verwandt noch verschwägert, waren keine Doublette. Beide hatten Anrecht auf ihr Exemplar der Zeitung entsprechend. So, das soll es an dieser Stelle jetzt gewesen sein zum Thema Factfinder, Adressvalidierung und Doublettenprüfung. Werfen wir uns noch einen kurzen Blick auf das Thema Sanktionslisten letztendlich. Ich suche jetzt hier, da benutze ich auch den Factfinder wieder zu, den Moham Abdullah. Sie sehen übrigens, hier hat sich jetzt hier defaultmäßig die Entität geändert, in der ich gesucht habe. Hier haben wir Moham Abdullah Mati. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, hier ist das ganz rot, Sanktionslistenstatus ist rot. Es gibt jetzt hier ein paar Informationen dazu.
letztendlich dieser Muam Abdullah Mahdi. Es könnte sich dabei um diese Person handeln. Gut, er hat ein Bein verloren 1980, war zwischenzeitlich Führer im Taliban, Supreme Court und so weiter. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall, wenn ein Geschäft angesagt ist, mit dieser Person zu klären, darf ich das oder bewege ich mich hier im entsprechenden Grau oder gar im roten Bereich. Gehen wir nochmal zurück zu den Accounts. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine weitere Sache kurz zeigen. Und zwar geht es jetzt hier um Wirtschaftsdaten, Credit-Check-Daten. Sind Levers ein Beispiel? Neuer Datensatz mal auf. Hier sieht es so aus, dass die Sanktionslisteninformationen grün sind, also sanktioniert ist hier nichts, aber bei Credit-Check ist was gelb. Wir haben also hier Informationen, dass hier Insolvenzinformationen vorliegen. Insolvenzstatus ist 2. Wenn man hier runter blättert, sieht ein bisschen technisch aus, dann sehen wir, vor dem Amtsgericht in Hagen ist hier ein Verfahren anhänglich. Das ist relativ technisch jetzt hier. Warum ist es so? Weil die Frage ist nämlich, was machen wir mit den Informationen? Ja, da laufen also irgendwelche Prozesse hinten dran ab. Deswegen sind hier die Daten einfach nur mal ein bisschen technisch dargestellt. Sie stehen zur Verfügung. Aber ob das dann bedeutet, dass zum Beispiel bei Ihnen im Hause jetzt hier sämtliche Aktivitäten unterbunden werden sollen, dass überhaupt kein Prospekt erfasst werden soll, dass keine Angebote erstellt werden sollen und. Oder ob Sie sagen, die Informationen, die werden erstmal im Hintergrund an eine entsprechende Stelle geleitet und da kommt es zu entsprechenden Checks. Das ist individuell zu klären im Projekt. Das heißt, es wird an der Stelle dann so konfiguriert, dass das System das macht, wie es Ihrer Arbeitsweise entspricht. Das Gleiche mit Sanktionslisten. Sollen sämtliche Aktivitäten, wenn wir hier einen Sanktionslistenfall haben, unterbunden werden? Oder soll letztendlich der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin, der Verkäufer, der Vertriebler bis an eine bestimmte Stelle gehen können und danach heißt es erst, stopp, hier muss etwas erfolgen. Insofern ist in dem Moment individuell zu regeln. Das soll es jetzt vom Live-Teil gewesen sein. Ich springe dann jetzt noch einmal zurück in die PowerPoint-Präsentation. Live haben wir gesehen. Thema Referenzdaten. Wenn wir Adressen validieren, wenn wir sagen, ist eine Adresse richtig oder falsch oder wie könnte sie richtig sein, dann werden in dem Moment Referenzdaten benötigt. Die werden von Drittunternehmen bereitgestellt, diese Referenzdaten, und werden hier genutzt. Die stehen weltweit zur Verfügung für rund 240 Länder in unterschiedlichen Granularitäten. Für Deutschland bedeutet das zum Beispiel, dass wir hier Granularität haben, bis auf die Hausnummer runter, dass wir ein monatliche Updates bekommen. Postfächer werden auch entsprechend geprüft. Man hat die Möglichkeit, hier ein Verstorbenenverzeichnis einzubinden und so weiter. Für die Schweiz stehen die Informationen in ähnlicher Granularität zur Verfügung, auch monatlich. Es gibt noch weitere Informationen, die eingebunden werden können. Für Russland haben wir ebenfalls monatliche Updates. Verstorbenenverzeichnis gibt es nicht. Adressänderungen, da kriegen wir auch keinen Hinweis drüber. Aber ist eine Adresse sauber? Ist die Adresse richtig? Auch die Informationen stehen zur Verfügung. Noch ein Beispiel Malaysia. Zweimal im Jahr gibt es hier entsprechende Updates. Und auch da geht es bis auf Hausnummer runter. Es gibt Länder, da gehen wir nicht ganz so tief. Das hängt nun letztendlich von den Entitäten ab. Und oft sind es die Postentitäten, die diese Adressen zur Verfügung stellen. Aber ich kann Ihnen sagen, bei meinen Präsentationen bisher, wenn ich so kundenspezifisch arbeite, dann sehe ich zu, dass ich kundenspezifische Adressen benutze. Und auch für Peking ist es gar kein Problem. Die Referenzdaten stehen zur Verfügung. Auch da kann man sagen, prima, Adresse ist sauber. Gehen wir jetzt in das Thema Sanktionslisten etwas nochmal rein. Als international tätiges Unternehmen ist man verpflichtet, keine Geschäfte mit Unternehmen und Personen zu machen, die sanktioniert sind. Ja, das heißt also, Zeit und Aufwand in solche Geschäfte sollten auf jeden Fall entsprechend vermieden werden.
Denn bei Nichtbeachtung kann das Ganze auch noch strafrechtliche Aspekte nach sich ziehen. Gucken wir uns die Architektur an. Schneller Blick. Es gibt verschiedene Referenzlisten, die abgeglichen werden. Die PEP-Listen, da geht es um politisch exponierte Personen, also Personen im Umfeld von Politikern. Da wird auch in strengere Anforderungen gestellt an den Umgang mit entsprechend mit diesen Personen als auch bei Normalbürgern. Man kann eigene Blacklists führen, wenn zum Beispiel mit bestimmten potenziellen Partnern keine Geschäfte aus irgendwelchen internen Gründen gemacht werden sollen. Spaßbesteller, wenn also Biene Meier, Superman, dann einen Duck bestellen, kann man sich fragen, soll ich hier wirklich eine Aufschreibung bearbeiten oder erstmal nachfragen. Robinson-Listen spielen im B2C-Bereich eine entsprechende Rolle, dass die beachtet werden. Die Schnittstelle läuft jetzt hier über die Data Quality One. Schnittstelle, das heißt also, wenn eine Adresse erfasst wird, eine Adresse geändert wird, dass es hier zu den Prüfungen kommt. Das Ergebnis ist dann entsprechend entweder eindeutig sicherheitskritisch. Hier ist also ganz klar, die Person ist auf einer unserer Listen drauf. Hier muss etwas passieren. Unklar, möglicherweise besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person drauf ist. Also irgendeine Wahrscheinlichkeit gibt es. Über die fehlertolerante Suche hat man hier etwas gefunden. Was bedeutet, hier sollte auf jeden Fall gecheckt werden. Wie sieht es aus? Dürfen wir jetzt den Deal überhaupt machen? Validiert bedeutet, hier ist nichts gefunden worden in keiner der Referenzlisten. Die Geschäfte können weiter angegangen werden. Diese Prüfungen, die werden übrigens entsprechend persistiert, sodass man, falls man mal in die Situation kommt, dass eine Aufsichtsbehörde hier etwas wissen möchte, habt ihr das auch geprüft, sagen kann, jawohl. Zu diesem Zeitpunkt sind genau diese Prüfungen auf Basis von den Referenzlisten, die von den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt worden sind, durchgeführt worden. Kurzer Blick auf die eigentliche Architektur der Orbis Data Quality One. Wir haben hier unsere Dynamics 365 Metadata Quality GUI. Das heißt also mit der Oberfläche, mit der integrierten Oberfläche. Wir haben ja gesehen, Factfinder, Adressvalidierung, Duplettenprüfung, Transaktionslisten. Das sind alles Ergänzungen der eigentlichen Dynamics GUI. Da merkt allerdings der Benutzer, sage ich mal, nichts davon, dass es eine entsprechende Ergänzung ist. Er arbeitet einfach damit. Wir haben hier den Data Quality Server, auf dem die Fachlichkeit läuft, Factfinder, Adressvalidierung, Duplettenprüfung. Kurzer Einwurf vorweggenommen, dieser DQ-Server als solcher ist jetzt kein technischer Server, der bei Ihnen im Keller im Rechenzentrum stehen muss. Der kann genauso gut, komme ich gleich nochmal drauf, in irgendeiner Cloud stehen. Er muss nur zur Verfügung gestellt werden. Dieser DQ-Server, der Data Quality Server, wird über den Connector verbunden. Dieser Connector bildet dann die eben gezeigte GUI. Der dient dafür, dass das Workflows auf dem DQ-Server angetriggert werden, auf dem Data Quality Server angetriggert werden, und der regelt den Datenverkehr. Es hat sich hier oben ein neuer Block gebildet, Data Quality Cloud Services. Man kann gewisse Services in die Cloud oder als Cloud-Service in Anspruch nehmen, nämlich Adressvalidierung und Geodatenanreicherung. Warum sollte man das tun? Das ist ein rein kaufmännisches Thema. Denn wenn die Adressvalidierung stattfinden soll, kann die entweder auf dem Data Quality Server laufen. Das bedeutet, dass dann das Modul entsprechend erworben, gemietet werden muss, und dass für die Adressvalidierung diese Referenzdaten zur Verfügung stehen müssen. Und diese Referenzdaten kommen, wie gesagt, von Drittanbietern. Da hat die sich das bezahlen lassen, verursacht das ganz einfach Fixkosten. Und es gibt dann irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, okay, also für eine Handvoll Adressen jetzt hier 4.000 Euro als Beispiel mal pro Jahr zu investieren, das macht keinen Sinn. Dann zahle ich hinterher pro Validierung irgendwie 40, 50 Euro an Referenzdaten. Da kann auch jemand telefonieren und nachfragen, ob die Adresse stimmt. Wenn wir allerdings die Situation haben, dass wir viele tausend Adressen haben, dann macht es Sinn, dass letztendlich die Adressdatenkontingente, dass diese Adressdaten, dass die Referenzdaten erworben werden und die Validierung entsprechend auf dem eigenen Server stattfindet. In der Praxis sieht es bei unseren Kunden so aus, dass sie mit Hybrid-Szenarien arbeiten. Das heißt also, für die Hauptmärkte findet die Validierung auf dem eigenen Server statt. Für die Nebenmärkte geht man hin und erwirbt entsprechende Validierungskontingente, sodass auch hier für saubere Adressen gesorgt werden kann.
Jetzt ist diese Architektur so ein bisschen nach links gerutscht, hat rechts Platz gemacht für Drittsysteme. Dieser Data Quality Server ist in der Lage, nicht nur über den Connector mit Dynamics zu arbeiten, sondern auch mit weiteren Systemen. Wenn Sie ein SAP-System im Einsatz haben als Beispiel oder irgendwelche Shop-Systeme, dann können auch diese Systeme an den DQ-Server, an den Data Quality Server angebunden werden und ihre Maßnahmen, ihre Adressvalidierungs-, ihre Adressqualitätssicherungsmaßnahmen hier entsprechend bereitstellen. So, wenn ich jetzt den Begriff Adress streiche, dann kann ich auch noch hingehen, das Ganze erweitern. Sie können den Data Quality Server genauso gut nutzen im Bereich von Materialstammdaten und Ähnliches und da auch diese Möglichkeiten der Duplettenprüfung, der entsprechenden fehlertoleranten Suche und so weiter dann nutzen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Schauen wir uns an, was es hier noch an Modulen gibt. Data Quality Server Module, die Duplettenprüfung, Adressvalidierung, FactFinder haben wir gesehen, Sanktionslisten haben wir auch gesehen. Was gibt es noch? Wir haben hier noch die Groß-Klein-Wandlung. Da geht es darum, dass eine GmbH zum Beispiel korrekt mit großem G, großem H und kleinem MW geschrieben wird. Oder wenn wir eine Ansprechpartnerin haben, eine Karin, und schreiben die mit dem großen A und großen N, kann sein, dass das nicht unbedingt auf Begeisterung trifft. Genauso, wenn unsere Ansprechpartnerin Karin Mächtig einen Doktor- oder Professorentitel hat, dann sollte das entsprechend alles sauber sein. Wir sollten sie auch nicht mit Herr Karin ansprechen. Clearing Monitor, eine Komponente für den Massenabgleich. Ich zeichne die sehr gerne als Komfortkomponente, wenn Sie oft große Datenmengen haben, zum Beispiel von irgendwelchen Marketingaktionen oder von Messen, die entsprechend bereinigt werden sollen, dann kann das außerhalb von Dynamics passieren über den Clearing Monitor entsprechend, sodass also die Daten dort bereinigt werden, dort auf Dubletten geprüft werden, entsprechend korrigiert werden, Adressdaten, und danach die sauberen Daten zurückgespielt werden, integriert werden ins Dynamics. Sie können das auch über Fuse direkt innerhalb von Dynamics machen. Funktionell geht das auch. Komfortmäßig ist halt dieser Clearing Monitor da nochmal etwas, ja, eine Kategorie für sich selbst, definitiv. Gut. Was haben wir noch? Die Einbindung von Telefonverzeichnissen. Es gibt am Markt ja Telefonverzeichnisse, die man abgleichen kann mit seinem eigenen Datenbestand. Da können die Telefonnummern entsprechend korrigiert werden im eigenen Dynamics-Bestand. Und das Letzte, wo ich darauf hinweisen möchte, Kommunikationsfelderanalyse. Da geht es einmal um die Normalisierung von Telefonnummern, Prüfung von E-Mail-Adressen. Was bedeutet das jetzt? Die Prüfung von E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse muss einmal syntaktisch richtig sein. Und dann sollte da muss die Adresse ansonsten ja auch erreichbar sein. Das bedeutet, die Domain muss existieren, die da hinten steht. Hier kann man auch hingehen und sagen, man möchte bestimmte Domains vielleicht gar nicht in deinen Datenbestand drin haben, dass eine GMX-Adresse oder eine T-Online-Adresse vielleicht gar nicht benutzt werden soll, weil wir ausschließlich mit Kunden arbeiten, von denen wir ausgehen, die haben eigene, kann man darüber parametrisieren. Und es wird geprüft, gibt es diese Adressen überhaupt? Ja. Theoretisch kann man so weit gehen und sagen, gibt es diese konkrete Adresse. Allerdings sollte man das nicht unbedingt machen, da dieser Ping zu einem Eintrag im Mail-Client führen könnte. Insofern mehr eine technische Machbarkeit als ein wirklicher Vorschlag, es zu tun. Die Prüfung existiert, die Domain auf jeden Fall wichtig. Normalisierung von Telefonnummern, da geht es darum, dass die Telefonnummern alle in einer einheitlichen Form in unserem Dynamics oder in unserem System drin sind. Warum sollte das so sein? Diese Telefonnummern werden international benutzt. Und wenn wir eine Niederlassung haben, muss ja nur in Österreich sein, und das ist, ja, die greift auf den gleichen Datenbestand zu und soll jetzt in Deutschland oder in Holland, irgendwo in den Niederlanden, irgendwo jemanden anrufen und die internationale Vorwahlnummer stimmt nicht, dann sind hier Nachfragen erforderlich. Das Gleiche ist, wenn wir einen Abgleich haben mit mobilen Devices. Ich persönlich arbeite zwar in Saarbrücken oder da ist mein Dienstort, ich bin aber hier an der Mosel beheimatet. Und das bedeutet, in einer Region, wo Telekom, Vodafone und Co. uns hier nicht sonderlich
gut ausstatten. Das bedeutet wiederum, ich bin mit meinem Mobiltelefon gewöhnlich im Luxemburger Netz. Und wenn ich dann von dort aus Richtung Saarbrücken fahre, fahre ich an Frankreich vorbei. Bin also oft in Telefonnetzen der Luxemburg oder in Frankreich. Und wenn ich dann nicht die internationalen Telefonnummern abgespeichert habe in meinem Telefon, was ja abgeglichen ist mit dem CRM-System, dann lerne ich neue Leute kennen, aber ich bekomme nicht die ans Telefon, die ich haben möchte. Insofern Normalisierung von Telefonnummern, relativ wichtiger Punkt, sobald wir hier international arbeiten und unterwegs sind. Kommen wir nun noch kurz zu den Services zur Erhöhung und Sicherung der Datenqualität, die man in Anspruch nehmen kann. Ganz unten rechts sehen die technische Services. Wir dürfen voraussetzen, dass das, was wir hier zeigen, letztendlich natürlich auch technisch bei Ihnen zum Einsatz bringen können, bereitstellen können. Schauen wir uns den Rest kurz an. Gewöhnlich fangen solche Datenqualitätsprojekte nicht auf der grünen Wiese an. Also es ist uns bisher noch nicht passiert, dass einer sagt, wir gründen gerade eine Firma, wir wollen hier Dynamics einführen und von vornherein sollen alle Daten ganz sauber sein. Insofern direkt bitte Data Quality One über die Data Quality One entsprechend die Omicron-Services integrieren, damit von vornherein keine Dubletten da sind, dass von vornherein die Adressen sauber sind, ist ja nicht der Fall. Oft ist es so, dass die über Jahrzehnte gewachsene Datenbestände da sind, ja, man muss zum Teil sagen, gewuchert sind, also mit entsprechenden Datenqualitäten. Insofern sollte so ein Projekt schon mit einem Validierungsprojekt anfangen, dass das, was da ist, zunächst einmal sauber gemacht wird, Adressen korrigiert werden, auf Dubletten geprüft werden. Eventuell haben wir in dem Zusammenhang noch dort Anreicherungsprojekte, Zusammenfassungsprojekte. Ja, und das halt dann, sobald die Daten sauber sind, mit den entsprechenden DQ-Maßnahmen, Datenqualitätsmaßnahmen, dafür gesorgt wird, dass diese sauber bleiben. Cloud-Services unten hatte ich eben erwähnt, dass man aus kaufmännischen Gründen bestimmte Services, nämlich Adressvalidierung, Geodatenanreicherung, als Cloud-Service in Anspruch nehmen kann. Ja, vielen Dank, Dirk, für den super spannenden Vortrag. Und mit dem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon relativ drüber sind über die eigentlich veranschlagte Zeit. Deswegen würde ich jetzt vielleicht noch ganz schnell eine einzige Frage abhandeln. Und alles andere machen wir dann tatsächlich im Nachgang. Und zwar ist hier eine, wie ich finde, sehr wichtige Frage eingegangen. Wir haben bereits ein Systemhaus engagiert, das sich um unser CRM kümmert. Können wir trotzdem die genannte Lösung nutzen? Oh ja, okay. Wir sind als Orbis tatsächlich nicht alleine in der Dynamics-Welt unterwegs. Und es ist klar, dass es dort auch andere entsprechend kompetente Marktteilnehmer gibt. Unserer Perspektive aus Mitbewerber, klar, die sehen uns genauso und wir haben auch Projekte gemeinsam mit anderen Partnern, mit anderen Dynamics-Partnern, wo wir uns rein auf die Integration hier der Kuban konzentrieren. Ja, also insofern gibt es Praxiserfahrung diesbezüglich und die Orbis hat überhaupt keine Bauchschmerzen damit, in dem Moment mit anderen Unternehmen, wo wir vielleicht auch mal als Mitbewerber auftreten, dann hier zum Wohl des Kunden und auch zum eigenen Wohl, letztendlich geht es um gute Geschäfte und die wollen wir alle machen, auch mit anderen entsprechend zu kooperieren. Kein Thema für die Orbis, gerne. Okay, dann würde ich an dieser Stelle jetzt tatsächlich auch das Webinar beenden. Dirk, wenn du noch auf die letzte Folie schalten könntest. Ja, genau. Dankeschön. Einfach, dass Sie nochmal die Möglichkeit haben, für uns auch Fragen zu stellen. Die Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind hier eingeblendet. Also wenn Ihnen jetzt noch im Nachgang irgendwas einfällt oder wenn Sie die Aufzeichnung sehen, die wir Ihnen natürlich gerne zuschicken, zusammen mit den weiteren Fragen, die noch aufgekommen sind. Wenn Ihnen dann noch Fragen kommen, dann melden Sie sich auch sehr, sehr gerne bei uns. Und ansonsten würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an Dirk van den Hoogen für den spannenden Vortrag und natürlich auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie jetzt so lange dabei waren und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.